Hallo bei Nerdfamilizin. Hallo. Endlich mal wieder zu zweit auf meinem Sofa und nicht mehr irgendwo auf der Bühne. Ich freue mich, Martin. Mhm. Und wir haben einige Zuschriften bekommen. Das klingt so wie beim Bravo. Genau, bei Dr. Sommer. Und viele von euch wollten wissen, wie ist das denn eigentlich mit der Herzinsuffizienz? Und tatsächlich muss man sagen, ist die Herzinsuffizienz ja ein Thema, was in der Akutmedizin ziemlich häufig ist. Mhm. Und ich dachte mir, Martin, du bist so jemand, der hat sich damit schon mal eingehend beschäftigt und kann uns da Rede und Antwort stehen, oder? Ja. Also Herzinsuffizienz, finde ich, klingt immer so ein bisschen langweiliger als jetzt Lungenödem. Ja? Also als ich begonnen habe, finde ich, war so das erste Lungenödem der Patienten, hört man schon bei der Tür rein. Meistens ist ein Lungenödem ja Herzinsuffizienz. Und deshalb ist es ganz gut, wenn man das Thema mal so ein bisschen sich anschaut. Im Endeffekt ist die Herzinsuffizienz einfach ein schwaches Herz. Ja, aus irgendeinem Grund pumpt das Herz nicht wie es soll, sondern pumpt halt zum Beispiel schwächer. Da gibt es mehrere Unterschiede, die jetzt in der Notfallmedizin gar nicht so super relevant sind, vor allem in der Präklinik. Aber trotzdem sollte man mal grob wissen, was sind da für Einteilungen. Ja? Da gibt es mittlerweile drei Einteilungen, die HEFREF, die IMREF und die EREF oder EHEFREF. Ne? Ich kann es nie gut aussprechen. Was heißt das? Es gibt die Herzinsuffizienz mit reduzierter Pumpleistung. Ja, wir blenden das noch ein, dann ist es logisch. Es gibt die mit mittelgradig eingeschränkter Pumpleistung. Das ist gerade so ein Bereich, wo ganz viel geforscht wird. Und es gibt die Herzinsuffizienz, die noch eine erhaltene Pumpleistung hat. So. Wie kann man sich das vorstellen? Philipp, wenn du jetzt einen Herzinfarkt hast, was passiert dann? Da habe ich ziemlich starke Schmerzen in der Brust und muss einen Notarzt rufen und hoffe, dass du nicht kommst. Ja. Aber vor allen Dingen ist irgendeine Koronarie dicht und das Herz wird an einer Stelle schlechter pumpen. Und je nachdem, wie groß der Herzinfarkt ist, kaum pumpen oder nur ein bisschen weniger pumpen. Genau. Das wäre jetzt so ein klassisches Beispiel von einer akuten Herzinsuffizienz, weil ein Teil vom Herz schlecht durchblutet wird und dann die Pumpleistung schlechter wird. Ja, das ist ganz klassisch. Es gibt die häufigsten Herzinsuffizienzen, die wir sehen, sind aber eher die chronischen, ja, wo Leute entweder immer wieder kleine Infarkte haben oder schon mal einen Infarkt gehabt haben oder jahrelangen Bluthochdruck haben oder eine Klappenproblematik, dass sie entweder zu eng ist, das heißt, dass das Herz viel zu viel Kraft braucht, um da Blut durchzubringen, oder dass irgendeine Klappe ganz weit ist, also eine Klappeninsuffizienz ist. Was so ein bisschen ein Nerdthema in der Kardiologie ist, ist die diastolische Herzinsuffizienz. Das ist quasi eine Erschlaffungsstörung des Herzens. Klingt jetzt auch gar nicht so sexy, ne? Nennen wir es Relaxationsstörung. Relaxationsstörung klingt schlauer. Klingt schlauer. Das heißt, das Herz kann sich nicht entspannen und damit nicht so gut füllen. Damit ist dann im Endeffekt das, was das Herz produziert, der Auswurf auch schwächer. So, jetzt denkt sich, toll, jetzt habe ich die Definition. Was hilft mir das draußen, wenn jemand ein Lungenödem hat oder wenn jemand schlecht ist? Die Herzinsuffizienz besteht aus zwei großen Aspekten und so kann man sich, finde ich, ganz gut vorstellen. Das eine ist die sogenannte Stauung und das andere ist die Hypoperfusion. Stauung heißt, dass das Herz das Volumen, ja, das Blutvolumen nicht pumpen kann. Das heißt, irgendwohin staut sich zurück. Ganz klassisch kennen wir das als Beinödeme. Ja. Wenn man sonografisch schaut, sieht man Lebervenenstauung, man sieht vielleicht erweiterte Halsvenen. So diese klassische Jugularis-Stauung, aber das, was wir ganz häufig sehen, ist das Lungenödem. Mhm. Ja, und das richtige, das ehrliche Lungenödem, das hört man auch, wenn man bei der Wohnung schon bei der Wohnungstür ist, finde ich. Ja. Wir können das beide nicht so ja. Aber es ist beeindruckend, die meisten von euch werden das alle schon zigmal gehört haben. Das ist mal die Stauung und da muss man sich überlegen, wie viel davon ist akut und wie viel ist chronisch. Ja? Also es kann jemand gar keine akute Stauung haben und trotzdem dicke Beine, weil er immer dicke Beine hat. Ja. Das Lungenödem, also das pulmonale Problem, ist meistens ziemlich akut. Und das zweite ist die sogenannte Hypoperfusion. Das heißt, wie schlecht kommt das wenige Blut, das das Herz noch pumpen kann, irgendwo in der Peripherie, in den Organen an. Das kann sich klassischerweise einfach in peripherer Kühle, Kälte ausdrücken. Die Leute können schweißig sein, die Leute können verlängerte Rekap-Zeit sein, das messen wir ja häufig. Die können aber auch, wenn man sie ein bisschen länger beobachtet, weniger Urin produzieren, ja, weil die Nieren schlechter perfundiert werden. Die Leute können verwirrt sein, können so ein bisschen somnolent werden oder einfach schlechter werden. Und aus diesen zwei Bausteinen, nämlich der Stauung auf der einen Seite und der Hypoperfusion auf der anderen Seite, kann man quasi vier Felder zusammenbauen. Relativ logisch. Das heißt, die Leute sind gestaut oder nicht gestaut oder sind hypoperfundiert oder nicht hypoperfundiert. Und was ist das Schlimmste, Philipp? Was denkst du?
Gestaut und hypoperfundiert. Genau, das ist sogenannt, logisch, ja, das ist kaltfeucht. Ja? Also in dem Bereich, das ist der manifeste kardiogene Schock. So kann man es auch, finde ich, ganz gut formulieren. Jetzt muss man ganz kurz nochmal sagen, kaltfeucht, was du meinst auf dieser Vierfelder-Tafel, die du gerade gesagt hattest, feucht, das heißt gestaut, ja, und danke. Kalt heißt hypoperfundiert, weil du gerade nicht genau gesagt hast. Das habe ich nicht gesagt. Und man kann das natürlich dann in alle anderen Varianten machen. Man kann sagen, der ist jetzt nicht hypoperfundiert, also der ist nicht kalt, sondern warm. Und der ist aber gestaut und ist er warmfeucht. Das sind die häufigsten Patienten, die wir sehen. Ja? Also die sind noch nicht im fulminanten Schock. Okay, was ganz wichtig ist Hypoperfusion, ja, heißt nicht niedriger Blutdruck. Also ich habe da mal einen Fall gehabt und der war ganz, ganz eindrücklich. Es war ein Patient mit einem akuten Myokardinfarkt, ja, der respiratorisch schon langsam schlecht wurde. Also der war feucht, ja, aber der war noch warm. Ja, also der war jetzt nicht, der hat jetzt keine mega verlängerte Rekap-Zeit gehabt. Der war noch genauso an der Grenze, ja, aber man hat schon gemerkt, dass er langsam so ein bisschen verwirrt wird und dass er schlechter wird. Wir haben den dann genifft, in die Klinik gebracht und in der Klinik haben den Ultraschall draufgehalten und man hat gesehen, das ganze Herz steht. Ja? Das Herz bewegt sich ungefähr so und er war im manifesten Schock. Der Blutdruck, den wir gemessen haben, war aber 140 zu, glaube ich, 90. Ja? Da gibt es ja auch ein Fachwort für, den kryptogenen Schock. Ne? Auch sehr schlau. Ja. Ne, der Patient, der eine ausgeprägte Laktatazidose hat, im schwersten Schock ist, aber der Blutdruck ist noch, so wie du sagst, halt genau, noch normal. Das heißt zusammengefasst, die Herzinsuffizienz und auch das Lungenödem ist nicht gleich Herzinsuffizienz. Es gibt mehrere Ursachen und mehrere Pathogenesen. Und deshalb ist es besonders wichtig, dass wir nicht alle gleich behandeln. Ja? Das ist wie wenn man sagt, man behandelt jeden Kopfschmerz gleich. Ja? Der eine Kopfschmerz ist eine Hirnblutung, die müssen wir wahrscheinlich ein bisschen anders behandeln, als wenn jemand einen Stress hat. Ja? Oder Migräne. Oder Migräne, genau. Das heißt, dran denken, Herzinsuffizienz und auch Lungenödem braucht immer unterschiedliche Therapie. Und ich denke, Philipp, da werden wir uns im nächsten Video ein bisschen genauer dazu unterhalten. Ja, aber ich fasse jetzt mal zusammen, weil du hast eine ganze Menge Stuff erzählt. Eieiei. Also wir haben jetzt gelernt, du hast gesagt, es gibt einmal die systolische Herzinsuffizienz, das Herz hat weniger Auswurfleistung, kontrahiert sich schlechter. Und dann gibt es die diastolische Herzinsuffizienz, so das Nerd-Thema, eine Relaxationsstörung, das Herz kann sich nicht mehr richtig entspannen. Weiß man nicht so richtig, wie das von der Therapie her zu behandeln ist. Dann hast du gesagt, es gibt die akute Herzinsuffizienz und die chronische Herzinsuffizienz. Chronisch, der hat einfach dauerhaft ein schwaches Herz und akut, ich habe zum Beispiel einen Herzinfarkt und plötzlich ist mein Herz schwächer. Und dann gibt es natürlich noch akut auf chronisch, ne? So muss man sagen, sind ja die häufigsten eigentlich. Richtig. Okay, und dann hast du uns von der Vierfelder-Tafel erzählt, also Patienten können vor allem rechtskardial gestaut sein, also die Vorlast vom Herz ist viel zu erhöht. Gestaut, also meist feuchte Patienten, Lungenödem, peripher Ödeme und die können hypoperfundiert sein, also die Herzauswurfleistung reicht nicht mehr aus, um den ganzen Körper mit Blut zu versorgen, dann sind sie typischerweise peripher kalt und deswegen gibt es eben diese Vierfelder-Tafel mit warm, kalt und feucht und trocken. Ja, perfekt. Tipptopp. Das war's, würde ich sagen, für den ersten Teil, oder? Genau. Kurze Nachdenkpause für uns auch und dann geht's drum, was machen wir da überhaupt? Bis später. Ciao.